Boxerbus Garage. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr habt gesehen, ich habe den Anhänger hinten dran, denn ich hole heute mein neues Projekt ab. Ich bin richtig aufgedreht. Ich habe richtig Bock. Ach, man merkt es vielleicht. Ich bin ganz hibbelig. Ich wollte dieses Projekt schon sehr, sehr lange machen und jetzt habe ich endlich eine Basis dafür gefunden und ich würde sagen, wir fahren direkt los. Ich muss vorher noch nach Jan. Der kommt nämlich mit und dann fahren wir gemeinsam das neue Projekt abholen. Ich würde sagen, bleibt dran und viel Spaß beim Zuschauen. Wir sind bei Jan wieder angekommen und ich habe das neue Projekt natürlich gekauft. Ich feiere das richtig, Jan feiert das auch richtig. Ja. Und wir laden das jetzt mal aus und dann bekommt ihr einen kleinen Porn. Ja, liebe Leute, ich habe es getan. Ich habe mir diese wunderschöne Schwalbe gekauft. Ich habe schon sehr, sehr lange darauf gewartet. Ich wollte unbedingt eine haben. Jetzt habe ich eine. Die hat deutliche Patina. Ich werde auch im nächsten Video darauf ein bisschen näher eingehen, auf den ganzen Zustand. Da machen wir ein kleines Update mal, was gemacht werden muss. Motortechnisch ist sie eigentlich super. Ich habe heute schon ein paar Kilometer abgerockt mit dem Teil. War richtig geil. Die läuft auch gut. Aber es gibt natürlich ein paar Sachen zu tun. Vor allen Dingen optisch ist sie ja etwas mitgenommen. Da werden wir ein bisschen was dran machen, aber die Patina soll auf jeden Fall erhalten werden. Und wie ihr im Hintergrund auch sehen könnt, hier steht die Schwalbe vom lieben Jan. Die haben wir ja auch noch nicht vorgestellt. Dazu machen wir auch noch ein separates Video. Da könnt ihr euch dann auch drauf freuen. Dann werdet ihr einmal sehen, was mit diesem Teil ist. Denn da ist nicht mehr alles ganz original. Aber ich bin ganz happy. Wir machen uns jetzt hier noch einen spannenden Abend beim Jan in der Halle. Und ich würde sagen, wenn ihr nichts von diesem neuen Projekt verpassen wollt, dann müsst ihr den Kanal abonnieren und die Glocke einschalten, damit ihr nichts mehr verpasst. In diesem Sinne sage ich wieder Peace, bis zum nächsten Mal. Ciao.